Hallo alle zusammen. Ich muss mich heute gleich um 3 Rocktumbler kümmern und wie gut das funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei German Rocktumbler. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, herzlich willkommen. Hoffentlich verdiene ich heute dein Subscribe. Ich muss mich heute gleich um 3 Rocktumbler kümmern. Die sind prall befüllt mit richtig coolen Achaten. Aus Afrika zum Beispiel die Botswali-Achate und natürlich auch Jasper und ganz viele andere coole Sachen. Die müssen jetzt alle zusammen in die nächste Phase. Wir haben aber jede Trommel in einer unterschiedlichen Phase. Das bedeutet, es wird richtig interessant. Wenn ihr mich und meinen YouTube-Kanal unterstützen wollt, dann lasst mir doch jetzt gerne ein Däumchen und ein Abo da. Darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Das unterstützt mich nämlich ganz gewaltig. Ich würde sagen, bevor wir jetzt noch groß rumreden, gehen wir doch einfach mal rüber zu den Rocktumblern. Da bereiten wir jetzt alles gemeinsam vor und dann legen wir mal los. Alles, was wir jetzt brauchen, habe ich hier jetzt auch schon mal vorbereitet. Wir fangen jetzt gleich mit dem Spachtel an. Den werden wir als erstes brauchen. In der Trommel, da sind Anhängerstücke drin, das bedeutet, der ist in Phase 2. Hier hatten wir Botswali-Achate drin und ein bisschen Amethyst, das heißt, die sind in Phase 1. Und hier sind auch fast nur Botswali-Achate drin und da müssen wir auch mal reingucken. Da habe ich jetzt nämlich auch schon 8 Tage nicht mehr reingeguckt. Die waren auch in Phase 1, das dritte Mal übrigens schon, und gehen jetzt dann in Phase 2 hoffentlich. Das bedeutet, wir schauen natürlich in alle 3 Trommeln einmal rein. Ich muss die natürlich alle auch sauber machen. Das zeige ich euch dann später. Und als erstes machen wir die jetzt einfach mal auf und kippen die aus. Und wenn wir die ausgekippt haben, wie gesagt, dann machen wir die einmal sauber. Und wenn die dann sauber sind, zeige ich euch mal die Steine und erkläre euch dann, was die nächsten Schritte sind. Dann lasst uns die hübschen Stücke mal sauber machen. Ihr habt euch gewünscht, dass ich euch einmal zeige, wie ich die Steine reinige mal zwischendurch, und das zeige ich euch jetzt einmal im Zeitraffer. Jetzt können wir uns einmal um die nächste Trommel kümmern, und wenn wir die Trommel hier auch gleich leer gemacht haben, dann mache ich die auch sauber. Genau dasselbe wiederhole ich dann mit der anderen Trommel, und wenn ich das gleich fertig habe, dann zeige ich euch einmal die Steine und erkläre euch, was jetzt als nächstes zu passieren hat. So, schön vorsichtig auskippen. Die sind nämlich schon eine Phase weiter, die sollen jetzt nicht mehr kaputt gehen oder splittern. Wie gesagt, Leute, die mache ich jetzt erstmal schön sauber oben und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe mich jetzt einmal um alle Steine gekümmert und wie ihr seht, ist hier auch ganz schön was passiert. Also diese Trommel, da habe ich einiges rausgenommen, das seht ihr alles hier. Das sind alles die Steine, die mir nicht gefallen, die zeige ich euch natürlich auch nicht, weil die lohnen sich auch gar nicht wirklich. Ja, das sind alles so ziemlich angebrochene Stücke, wo ich gedacht habe, die trommeln sich vielleicht noch, aber man kann es tatsächlich vergessen. Deswegen habe ich hier die Trommel einmal, die okay sind, sind jetzt hier alle in der Trommel, die zeige ich euch gleich auch noch. Die hier jetzt alle liegen, die kommen gleich alle hier rein. Hier habe ich schon welche rausgesucht, die gehen mit denen zusammen in Phase 2. Und hier, da seht ihr schon wieder einige Anhängerstücke, die packen wir hier in die Trommel rein. Denn hier sind ja meine ganzen Anhängerstücke drin, wie zum Beispiel das versteinerte Holz aus der Elbe. Das ist natürlich richtig cool, und da packen wir dann gleich noch die Anhänger mit dazu. Und jetzt zeige ich euch gleich aber erst einmal die Steine und dann erkläre ich euch, was da jetzt noch passieren muss.
Jetzt zeige ich euch als erstes mal ein paar Stücke hier aus der Trommel. Das ist die Trommel, wo die Anhängerstücke drin sind. Ich tue mir jetzt mal ein paar auf die Hand legen. Das ist nämlich immer einfacher, als wenn ich da jedes Stück einzeln rausfriemle und euch das dann immer einzeln zeige. Das dauert nämlich immer ewig. So, ich nehme jetzt mal hier so ein paar auf die Hand. Da haben wir auch noch einen schönen. Und dann hole ich die euch mal ein bisschen näher ran. Dann könnt ihr euch die mal angucken. Ja, das sind jetzt richtig coole Stücke. Die kommen jetzt auch in die Politur, weil die so wie die sind, gefallen die mir. Das heißt, da muss nicht mehr viel runtergegrindet werden. Hier die dunklen Stücke. Das ist das versteinerte Holz aus der Elbe zum Beispiel. Das ist auch ein richtig cooles Material. Da werden natürlich richtig schöne Anhänger draus. Und damit die auch richtig schön werden, müssen wir die natürlich in die Politur geben. Unter anderem habe ich hier auch ein paar drin. Ja, aus der Botswali-Abteilung, schöne aus Afrika. Die sollen natürlich auch schön durchpoliert werden, und weil die alle so ungefähr eine Größe haben, wo den Anhängern dann nichts passieren kann, lasse ich die dann auch einmal mit in die Politur. Ja, echt cool, oder? Also manche Stücke dabei sind wirklich sehr, sehr schön. Jetzt zeige ich euch ein paar aus dieser Trommel hier. Da ist unter anderem zum Beispiel der Amethyst drin und die ganzen brasilianischen Achate. Die hole ich euch jetzt mal ein bisschen näher ran, dann könnt ihr euch die mal angucken. Da sind auch coole Stücke bei. So, den tun wir mal ein bisschen an der Seite, dann wirft er auch nicht so einen riesen Schatten. Das sind jetzt alles Steine, die auch in Phase 2 können. Ja, die sind jetzt alle so abgerundet, dass die durchaus in die nächste Phase kommen können. Die gefallen mir so auch schon, deswegen lasse ich die da jetzt auch drin. Ich habe hier auch noch ein paar Botswali-Achate drin, aber wirklich nur die Stücke, wo ich der Meinung bin, dass die sich noch ein bisschen trommeln lassen. Ja, die Botswalis, die sind einfach knüppelhart. Das sind sehr, sehr harte Steine. Wenn ihr da Phase 1 zum Beispiel macht, diese Phase 1 macht ihr 6, 7, 8, 9 Wochen. Ja, das liegt einfach daran, dass die so hart sind. Da habe ich auch noch ein paar rausgesucht, die dann auch noch gleich damit reinkommen, ne? Damit die Trommel nicht so leer ist. Da muss ja ein bisschen was rein. Da kommt natürlich auch Granulat mit rein. Das erkläre ich euch aber gleich alles noch. Hier habe ich dann noch die Trommel, die ist auch sehr interessant. Die war jetzt auch ziemlich lange in Phase 1 mit Botswali-Achaten und die sind auch alle nichts geworden, deswegen habe ich die alle rausgenommen. Das bedeutet, wir füllen die Trommel jetzt gleich mit neuen Steinen auf und die, die drin sind, können dann noch mittrommeln. Ja. So, ich hole euch mal ein paar davon ran. Da haben wir zum Beispiel hier dieses hier, das ist von der Ostsee. Das ist wirklich ein schöner Flint, ja, den trommel ich ab und zu gerne mal, weil die Form und Muster immer so interessant sind. Hier könnt ihr das auch sehen, die schönen Streifen da drin. Das gefällt mir einfach, ja, deswegen trommel ich das. Ja, ein bisschen Botswali ist da drin, ein kleines bisschen Amethyst. Und auch von dem Material wieder ein bisschen was, das ist nämlich auch richtig cool. Aber wie gesagt, die hier drin, die müssen alle nochmal in Phase 1. Da habe ich auch noch ein paar Sachen rausgesucht, wie hier zum Beispiel diesen Camouflage Jasper. Auch ein richtig cooles Zeug, ein bisschen Epidot. Dann habe ich hier noch so einen Jasper, den habe ich neulich geschenkt bekommen von Abonnenten. Den möchte ich da auch mit reintun, denn da glaube ich, der wird auch richtig cool aussehen. So, jetzt haben wir die Steine einmal gesehen. Ihr wisst ungefähr, was jetzt noch zu passieren hat. Das heißt, wir gehen jetzt gleich einmal rüber und befüllen die Trommeln. Da zeige ich euch dann, für welche Phase Wasser genau angewendet wird. Und wenn wir das durch haben, sind wir fast schon fertig. Wie ihr hier jetzt erkennen könnt, ich habe einmal das Setup gewechselt und einmal alles aufgebaut, was wir jetzt brauchen werden. Wir werden jetzt gleich mit der Politur anfangen. Das bedeutet, als erstes brauchen wir jetzt ein kleines bisschen Seife. Die tun wir hier schon mal rein. Übrigens, die Seife können wir jetzt eigentlich schon mal in alle Trommeln tun, denn in jede Trommel wird Seife reinkommen. Dann mache ich es mir ein bisschen einfacher, ne? So, das war jetzt einmal die Seife. Jetzt ist natürlich super wichtig die Politur. Ja, die kommt hier rein. Ich nehme sie mal runter. Das ist eine 4000er Körnung, weil ich immer wieder gefragt werde, obwohl ich es jetzt schon mehrfach in die Video-Info reinschreibe. Meine Gritpulver kommen alle von Mineralien Großhandel Hausen. Egal welche, ich kaufe sie alle da. Die sind alle prima, die Gritstufen da. Ich habe da noch nie schlechte Erfahrungen mitgemacht. Deswegen, wenn ihr Gritpulver braucht, dann holt es euch bei Mineralien Großhandel Hausen. Ja, da mache ich das auch. Einen Link dazu findet ihr nachher natürlich wieder in der Video-Info. In der Video-Info, da findet ihr übrigens auch immer
alle anderen Infos, ja, was für Material ich benutze, welche Kamera ich benutze, welche Tumblr ich benutze, da findet ihr wirklich alles. So, in die mittlere Trommel haben wir ja schon gesagt, da kommt Phase 2 rein. Nicht vergessen, Leute, immer einen anderen Löffel nehmen. Ja, ich habe hier ja mehrere Löffel, deswegen habe ich den jetzt eben schnell getauscht. Denn ihr wollt ja nicht die Krittstufen untereinander vermischen. Wenn man die Krittstufen von Politur auf, also von der Politur abwärts vermischt, das ist dann nicht so gravierend, ja, weil die Politur ist ja das Feinste, was es gibt. Also mal angenommen, ihr macht jetzt eine Politur und habt jetzt hier noch Politurreste am Löffel. Das ist dann für die 120er Stufe unerheblich. Ja. Aber umgekehrt habt ihr 120er Grit an eurem Löffel und geht dann in die Politur, dann habt ihr ein Problem. Da müsst ihr drauf achten. Jetzt bleibt noch die Trommel. Die ist auch relativ voll, da habe ich nochmal ordentlich was reingeknallt. Ein bisschen was von meinen Sachen und natürlich auch von National Geographic. Weil ich die Tumblr ja immer kaufe von denen, da habe ich natürlich auch super viele Steine von denen. Die sind qualitativ meistens nicht so hochwertig, aber man kann sie auf jeden Fall gut zum Füllen der Rock Tumblr nehmen, wenn man da ein bisschen teurere Steine drin hat. So. Ja, meine Freunde, das war jetzt die Grundstufen und die Seife. Das Wasser ist ja schon drin. Das heißt, wir können jetzt hier einmal die Deckel drauf machen und dann erkläre ich euch nochmal, wie lange jedes einzelne Gerät jetzt laufen muss. Im nächsten Schritt können wir die Trommeln jetzt natürlich schon mal einmal drauflegen. Ja, immer darauf achten, dass ihr schön sauber arbeitet, dann habt ihr nicht so viel zu tun später. So, hier ist jetzt ja die Politur drin. Da die Politur drin ist, heißt das auch, die Trommel muss am allerlängsten laufen. Bei National Geographic ist es leider so, dass mehr wie 9 Tage nicht angezeigt werden. Deswegen stelle ich den dann einfach 2-mal auf 9 Tage und dann passt das auch. Bei dem hier, da ist jetzt ja Phase 2. Die lassen wir für 8 Tage auf jeden Fall durchlaufen, weil mir die ja auch noch nicht gefallen haben. Und Phase 1 ganz normal für 7 Tage. Ja, mehr müssen wir jetzt auch nicht mehr machen. Alles andere haben wir jetzt ja erledigt. Das bedeutet, wir schalten die Geräte jetzt ein und dann sind wir fertig. Und da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Däumchen und ein Abo da. Damit unterstützt ihr mich nämlich. Außerdem solltet ihr die Glocke aktivieren, sonst verpasst ihr auf jeden Fall das nächste Video. Die Trommeln, die müssen jetzt einmal für 14 Tage, die anderen beiden für 8 Tage laufen. Und wenn das abgeschlossen ist, dann können wir natürlich gemeinsam wieder in die Trommeln reinschauen. Ich danke euch wie immer herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt Let's Rock, euer German Rock Tumblr.